Ja, hallo, hier ist er wieder, euer Jens. Ich will euch einfach mal anregen, etwas zu tun, was ihr vorher noch nie getan habt. Und weil ich, ja, also warum macht man sowas? Das ist so, dass man, wenn man etwas vollkommen Neues hat, also nicht ein kleines bisschen was anderes macht, sondern was vollkommen Neues macht, dann bilden sich bei uns im Hirn neue Zentren. Also es gibt einen Begriff dafür, das nennt sich Neurogenese. Neurogenese, das hat man erst noch gar nicht, also das weiß man noch gar nicht so lange. Das bedeutet, das Gehirn hat dafür noch nichts da. Und demzufolge kann man das auch gar nicht. Also es gibt vielleicht Menschen, die stehen auf und können laufen oder die setzen sich aufs Fahrrad und können sofort Fahrrad fahren. Könnten sie aber nicht, wenn sie nicht schon vorher eine ganze Weile gesehen haben, wie andere Menschen Fahrrad fahren. Ja? Wir sagen dazu auch Spaghetti-Neuronen, also Spiegelneuronen. Vera Birkenbiel hat dazu immer Spaghetti-Neuronen gesagt und er sagt, naja, die Kinder, die die ganze Zeit über sehen, wie die Eltern Spaghetti essen, also mit dem Aufdrehen auf die Gabel, selber aber noch Brei kriegen aber trotzdem eine Information, wie sowas geht. Und genauso ist es auch, wenn jemand sieht, dass jemand Fahrrad fährt und sagt, okay, so scheint es zu funktionieren, dann setzt er sich auf und hat ein super gutes Gleichgewicht und fährt gleich los. Die meisten werden aber mit Stützrädern beginnen oder mit dem Fatih hinten her rennt und dann trotzdem wieder hinfallen. Aber das ist immer wieder eine Herausforderung fürs Gehirn. Und diese Zeit, wenn wir jetzt wirklich viel zu Hause sitzen, da könnte man doch mal gucken, was man vielleicht schon immer mal können wollte, aber es ist einfach nicht die Zeit hatte, das zu tun. So, und ich habe mir sowas auch vorgenommen. Und dieses Video ist also der erste Teil also der Teil des Videos hier, der Start, ist. Also damit dokumentiere ich mal auch, wie lange sowas dauert und wie sich sowas verändert. Also ich habe bei Facebook mal ein Video gesehen, das fand ich ganz toll, wie da jemand auf einem komischen Instrument gespielt hat und da von Herr der Ringe eine ganz tolle Melodie gespielt hat. Und dann habe ich geguckt, wo gibt es sowas? Und dann habe ich tatsächlich sowas im Internet bestellt und jetzt ist es gekommen. Das ist also eine Ocarina. So, da war allerdings, dadurch, dass es aus China kam, ist da keine große Anleitung dafür gewesen. Da habe ich so ein bisschen im Internet geguckt. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich kann es auch wirklich noch nicht. Und ich will einfach mal zeigen, also das probiert man einfach mal aus. Ja? Also offensichtlich ist hier ein Mundstück, tue ich es mal rein. So, das war's dann. Also offensichtlich kann ich schon mal einen Zug nachmachen, das ist ja schon ganz gut. So, und dann ist es ja, habe ich gesehen beim Internet, dass man wie bei einer Blockflöte das hier irgendwie zumachen muss. So, und ich habe es also so gemacht, also Gottes Willen, das war also so kompliziert. Aha, wenn ich also viele Löcher hier zuhalte, ist es ein anderer Ton. Also das hier. Ja. Aber es sind ja mehr Löcher. Vielleicht passiert ja was, wenn ich da irgendein Loch mal anders zuhalte. Aber vielleicht müsste ich das auch anders. Also ich würde ja, dieses Loch hier reinpusten, aber kommen wir jetzt auch mal hier wieder nicht. Also ich glaube, ich sollte da mal ein bisschen üben. Und wenn ich das wirklich jetzt jeden Tag, sagen wir mal, eine Viertelstunde mache oder eine halbe Stunde, dann gucken wir doch mal, was dabei rauskommt. Und ich melde mich dann bei meinem nächsten Fortschritt. Fakt ist aber eins,
Das tatsächlich, das erkläre ich auch mal ganz schnell, hier hinterm Ohr, da sitzt so ein kleines Zentrum, das ist unser Kurzzeitgedächtnis. Gleichzeitig ist es aber auch die Produktion von Stammzellen. Dieses Gerät hier hinten nennt sich Hippocampus. Das ist der Hippocampus. Der Hippocampus entscheidet übrigens auch immer, was wir uns merken, langfristig merken und was nicht. Was nämlich unwichtig ist, fliegt weg. Was wichtig ist, wird irgendwann mal abgespeichert und geht dann in den Kortex. Also das ist jetzt hier unsere Hirnrinde. Und ja, und diese Stammzellen, die sind immer spannend. Die wissen nämlich noch nicht, was sie zu tun kriegen. Das ist also wie im Arbeitsamt oder in der Arbeitsvermittlung und sagen, ja, ich warte schon mal, vielleicht kriege ich ja demnächst mal was zu tun. Nicht? Also das ist genau das Gleiche, wenn du jetzt zum ersten Mal Chemie hast, du hast vorher noch nie Chemie gehabt, dann ist das alles spannend, aber du verstehst erstmal Bahnhof, verstehst erstmal gar nichts. Das ist deswegen so, weil du davon gar keine Vorkenntnisse hast. Und das gilt also für alle möglichen Sachen. Hochsprung, Spring, Weitsprung, mit einem Bein abspringen, Liegestütze machen, Computer schreiben, mit Word umgehen oder mit Excel und alles sowas. Das sind alles neue Dinge. Lesen lernen zum Beispiel. Oder eben auch ein Instrument lernen, das man vorher noch nie gespielt hat. Und dann fahren diese Stammzellen an eine ganz bestimmte in ein ganz bestimmtes Areal im Gehirn, sagt, ah, hier ist noch ein bisschen Platz, lass uns mal hier was bauen, denn der spielt ja jetzt immer wieder in dieser komischen Tröte da. Und dann werden das immer und immer mehr Zellen, die da praktisch ja, zusammengestellt werden und dann nach und nach werden sich diese Nervenzellen miteinander verbinden. Und vielleicht verbinden sie sich ja bei mir irgendwann mal mit der Melodie von Herr der Ringe. Mich würde es freuen. Ich bin gespannt. Seid ihr vielleicht auch gespannt? Und vor allen Dingen als Tipp für heute, probiert mal was aus, was ihr noch nie gemacht habt. Vielleicht mit links mal. Das hier zum Beispiel, das habe ich, das ist ja jetzt, das sieht man ja jetzt, das ist also, hoffe ich jetzt, dass man es dann sieht, das ist also ein Hahn, den habe ich nachgemalt von Pablo Picasso, dieser Hahn, der macht das also aus der Hand, das kann ich nicht. Aber ich habe das also so abgemalt. So. Mal sehen, ob ich das noch habe. Hier. Da ist der Hahn. Ja. Ja. Den habe ich mir so aufgehängt und so abgemalt. Warum habe ich das gemacht? Weil unser Gehirn kein Muster hat, wenn es in eine andere Position gebracht wird. Also wenn ich jetzt den Kopf hier noch wegnehmen würde, dann würdet ihr gar nicht wissen, was es ist. Da könnte man denken, das ist irgendein Mannequin, das ist hier der Mund, das ist die große Nase, hier ist eine dicke Backe, nicht? Das könnte man sagen. Aber wenn ich das jetzt so mache, dann ist das plötzlich ein Hahn. Das ist eigentlich lustig, oder? Probiert es mal aus, weil dann kann man das relativ genau nachmalen. Das könnte zum Beispiel auch etwas sein, was euch Spaß machen könnte. Ja, also Anregung für heute. Denkt euch mal was aus, was ihr vorher noch nie gemacht habt und wenn das Ocarina spielen ist. Tschüss, euer Jens.